Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist es schon wieder Freitag, deswegen gibt es heute ein neues Video. Und zwar habe ich mir vor einigen Tagen Snapchat installiert auf dem Smartphone. Und ich muss sagen, ich blicke da noch nicht ganz durch, was das alles soll. Ich habe mir das kurz erklären lassen von jemandem, der das nutzt. Und man kann da irgendwelche kurze Videos drehen und dann jemanden schicken. Und der Sinn des Ganzen, der ist mir irgendwie nicht klar geworden. Also Videos so jetzt auf YouTube oder so, wo es jetzt was Lustiges oder so, oder was Informatives oder was, so wie jetzt dieses hier, dass man sich über was aufregt oder so, lasse ich mal eingehen. Aber Snapchat, das ist, verstehe ich noch nicht ganz. Das, ja, okay, ich habe bei Twitter auch ein bisschen gebraucht und habe dann festgestellt, dass das doch nichts für mich ist. Und Snapchat habe ich noch überhaupt keinen Bezug. Also man macht ein kurzes Video, schickt es jemanden, der kann sich es dann 10 Sekunden lang anschauen und dann ist es wieder gelöscht. Und warum? Das kapiere ich nicht. Also ich lasse mir soziale Medien schon eingehen, aber sowas, mei, vielleicht kommt es noch, dass mir das gefällt, dass mir das Spaß macht oder dass ich einen Sinn drin sehe, aber momentan nein. Was anderes ist, heute jemand hat mir auf Facebook gewunken. Da stand eine Meldung am Handy. So und so hat er gewunken, winkt zurück. Und da denke ich mir, winken, okay, hallo, ich bin's. Und aber nicht virtuell winken. Das ist irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich da schon zu alt dafür, ich bin jetzt auch schon über 40, aber ich kapiere sowas irgendwie. Soziale Medien gut, macht vielleicht Spaß und so, aber bestimmte Sachen, da denke ich mir, ne. Ja, das war's für dieses Video. Vielleicht denkt ihr euch jetzt auch, was soll jetzt das, aber ich kapiere es einfach nicht, was das Snapchat und so, was das für einen höheren Sinn hat, warum man das macht. Vielleicht bin ich für sowas nicht, noch nicht offen genug, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, von Snapchat, und wenn euch jemand auf Facebook winkt, vielleicht habt ihr schon mal jemanden auf Facebook gewunken, aber ich kapiere es nicht. Ja, das war's für dieses Video, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.